Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil. In der letzten Folge sind wir hier angekommen und WTF, wo bin ich hier? Der Schreibtisch liegt voller alter Puppen und Kerzen. WTF? Wo bin ich hier gelandet? Ist das Vieh von hier ausgebrochen? Schlangen. Eklig. Ekelhaft. Bah. Wo, wieso? Warum? Dieses Bett ist noch warm. Was ist in diesem Schmuckkasten? Steinring. Ein Familienfoto und Notizen. Auf der Rückseite steht etwas geschrieben. Progenitor Virus verabreicht. 10. November 1967. Jessica, Typ A. Plasmolyse des Gewebes nach Zellenaktivierung. Virusfusion negativ. Aktion eliminiert. Lisa, Typ B. Glasmolyse und Gewebe nach Zellenaktivierung. Virusfusion positiv, aber verzögert. Körperliche Veränderungen, konstante Ergebnisse beobachtet. Status, Schutzbeobachtung dauert an. George, Aktion terminiert, 30. November 1967. Jemand hat ein Tagebuch hinterlassen. Seit der Spritze ist mir schwindelig. Mama ist verschwunden. Was haben die mit mir gemacht? Sie haben mir versprochen, dass wir zusammen flüchten. Ist sie ohne mich entkommen? Hat sie mich verlassen? 15. November 1967. Ich habe Mami gefunden. Wir haben zusammen gegessen. Ich war sehr glücklich. Aber sie war eine Fälschung. Nicht meine echte Mami. Dasselbe Gesicht, aber anders innen. Muss Mami finden. Muss Mamis Gesicht wiedergeben. Hä, WTF? Ich habe Mamis Gesicht zurückgeholt. Niemand bekommt Mami außer mir. Ich setze ihr Gesicht auf, damit sie nicht weggehen kann. Mami traurig, wenn ich sie ohne ihr Gesicht finde. 17. November 1907. Aus Kasten strömt Duft von Mami. Echte Mami im Kasten. Kasten steinhart, tut weh. Stahlseil im Weg. Kann Mami nicht sehen, weil vier Steine. WTF? WTF? Wo führt diese Leiter hin? Okay. Das benutzen wir mal direkt. Was ist eigentlich damit? Das will ich mir auch mal angucken. Lol. Okay. Wo klettern wir hier rauf? Wo bin ich hier? Oh. Gut, das erklärt immerhin einiges. Aber das erklärt nicht, was wir jetzt genau weitermachen sollen. Moment. Weil wir hier ja gerade eine Kiste haben. Ich muss etwas ausprobieren. Dadurch und jetzt an die Kiste. Passt das vielleicht da drum? Tatsache.
dann fehlt uns ja eigentlich nur noch so ein weiteres Ding. Aber wo sollen wir das jetzt noch finden? Also, ich wüsste jetzt nicht wo. Und jetzt dürfen wir durch den Wald wieder zurücklaufen. Gigi. Diese Hütte hasse ich halt einfach sowieso. Ich finde die so scheußlich. Hier muss ich lang. Der andere Weg führt nämlich wieder zum Haus. Gar nicht verwirrend. Auf Wiedersehen. Boah, diese Schrotflinte ist halt echt einfach mega nice. Ich wünschte, ich hätte noch mehr Munition dafür. Hallo. Kannst du bitte in die andere Richtung gehen, du Idiot? Wieso ist der so dumm? Lol, hier gibt's noch mehr Wege. Das wusste ich gar nicht. Mist, wir haben das Öl nicht mehr. Joa, ich weiß nicht, müssen wir das Ding vielleicht hier irgendwo einsetzen? Es sind aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, es sind nur 6 Ecke. Ich wusste nicht mal, dass es hier noch einen Weg lang gibt, weil hier die ganze Zeit diese scheiß Raben waren. Wir hatten ja noch andere Dinger. Wir hatten auch 6 Ecke darunter. Vielleicht müssen wir irgendwie, ist das das eine Acht, das eine Eck davon? Ist der tot? Ich glaube schon. Das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die mir jetzt noch so einfällt, dass wir halt noch diese ganzen anderen 6 Ecke, die wir halt noch so haben, noch verwenden. Und dann kommen wir vielleicht an das zweite Ding ran. Das wäre auf jeden Fall praktisch. So. Nein, du sollst in die Richtung gehen. So, so und so. Oh Gott. Wir haben ein Windwappen. Wir haben eine Adlermedaille, aber ich glaube nicht, das waren ja alles eckige Dinger. Wir hatten doch noch... Nein, wir hatten nichts anderes mehr, Mist. Soll ich es trotzdem einfach mal mitnehmen? Vielleicht passt es trotzdem. Nicht vielleicht. Nee. Boah, einfach nur, wie man hier rumläuft, ey. Das macht das Spiel einfach schon so furchtbar. Ist halt irgendwie dieses typische aus alten Spielen, wie auch mit Tomb Raider und so, dass man sich die Finger brechen muss, um hier irgendwie halbwegs vernünftig durchzunavigieren. Nein, da will ich nicht lang.
So. Vielleicht, das eine hatte sogar, glaube ich, nur eine, oder? Nur ein Dings. Was steht da? Wenn der Wind über die Erde weht, ja gut. Das sollte da eigentlich dann reinpassen. Okay, und hier finden wir dann die anderen drei. Das heißt, die Münzen kann ich eigentlich wieder wegbringen. Gigi! Ach, das war irgendwie klar, dass das am Ende irgendwie nicht passt. Naja, dann nochmal. So. Wir sind ja immerhin schon fast wieder da. Und einmal hier rum und rauf da. So. Was ich mit den Münzen machen soll, ist für mich immer noch ein bisschen fraglich. Die packen wir mal zusammen nach unten. Ich packe mal eine hier hin. Nein, ich nehme eine hier hin. Nimm eins davon. Um es jetzt hier hin zu packen. Und pack jetzt einfach hier die Münzen hin. So sortiert man richtig. Lol. Ach so, hier konnte man runter, wusste ich gar nicht. Lol. Läuft auf jeden Fall. So, ich schaue einmal noch kurz. Ich habe jetzt drei Plätze, das sollte ausreichen. So. Wo ist die Treppe? Hier, okay, perfekt. So. Einmal wieder hier vorbei. Ach, es nervt so, diese ganze Rumlauferei. Vor allem, ihr könnt halt auch einfach ein größeres Inventar bekommen. Das wäre eigentlich kein Problem, aber wieso geben die ihm keins? Wieso gönnen die ihm das nicht? Das verstehe ich nicht. Mond, Sonne, Stern, okay. Nein. Hier ist ein Plus drauf. Hier ist ein Gleich drauf. Und hier die Striche, okay. Das hat die. Also erstmal das. Hä? Sie können das nicht einfach so verwenden. Muss ich die irgendwie kombinieren oder was? Hä? Okay. Das ist doch alles komisch. So. Prüfen.
Und jetzt noch den letzten. Keine besonderen Merkmale. Dieses Mal nicht. Nee, du sollst es bitte verwenden. Schön, aber was bringt mir das jetzt? Also jetzt ernsthaft. Was soll ich damit? Ich dachte, ich würde da jetzt wenigstens das andere Symbol bekommen, aber nein, das kriege ich wohl nicht. Was soll ich denn jetzt mit der... Also wirklich, das war das Letzte, was ich da an diesem Punkt erwartet habe. Wirklich das Letzte. Ach, das ist doch alles nicht in Ordnung. So, auf ein drittes Mal. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht mit der Magnum das Vieh da unten umlegen oder was genau ist damit jetzt geplant? Puh. Obwohl, Moment. Ich will das einmal untersuchen. Magnum-Munition ist geladen. Mehr macht der da auch nicht. Okay. Ich weiß nicht, soll ich die Magnum-Munition mitnehmen? Und die Schrotflinte vielleicht erstmal beiseite lassen, weil wir dafür nicht so viel Munition haben. Nee, lass das mal da. Was wir auf jeden Fall noch probieren könnten, ist, dieses Ding einzusetzen. Jetzt hat er gerade einfach gar keine Waffe. Nice. Da passen, glaube ich, auch nur 6 Schuss rein. Kann das sein? Ja. Ja, ich würde sagen, wir machen uns zurück auf den Weg zum Haus. Was ist eigentlich das hier? Ach so, das ist eine Kiste. Ich dachte schon... Sagt ihr da eigentlich irgendwas zum Feuer? Was wir noch einmal probieren könnten, es wird wahrscheinlich zu 90% nicht funktionieren. Aber weil die Folge sowieso gleich um ist, machen wir uns dann einfach in der nächsten Folge zum auf den Weg zum Haus. Dieses Ding. Wenn wir das jetzt einfach mal übers Feuer halten. Es wird wahrscheinlich nichts bringen, das ist mir bewusst. Nee. Keine besonderen Merkmale. Ja, das bringt irgendwie nichts. Gut, dann packen wir das noch zurück. Ich würde sogar sagen, es ist auch mal wieder an der Zeit zu speichern. Ich habe keinen Bock, den Keller nochmal komplett neu zu machen. Das, was jetzt kommt, ist ja sowieso eigentlich jetzt erstmal nur noch suchen. Fortschritt speichern, genau. Hier. So. Gut, ich würde sagen, wir setzen hier einen Cut.
Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. In der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, was wir jetzt hiermit machen sollen. Und ja, wenn ich keine Ideen mehr habe, dann gucke ich halt notfalls nach. Gut, bis dahin.